Das Gradweinstraßengel Web-TV Filmteam hat die Feuerwehrmusik Eisbach Rhein unter der Leitung von Kapellmeister Ewald Schacherl bei den Proben zum Adventkonzert 2022 bis hin zur Aufführung, die in der Basilika Stift Rhein stattfand, filmisch begleitet. Blasmusik vom Feinsten, das kann man in dieser Filmdokumentation von Filmemacher Erwin Weingrill nicht nur hören, es kommen Musikerinnen und Musiker des Vereins zu Wort und wir bekommen Einblick in die großartige Jugendarbeit der Feuerwehrmusik Eisbach Rhein. Nicole Urdl, Musiklehrerin mit abgeschlossenem Studium, leitet das Jugendblasorchester der Feuerwehrmusik. Sie erzählt uns nun, wie es dazu gekommen ist. Ich bin ja Musiklehrerin da an der Musikschule, also Gradkorn, Außenstelle Eisbach Rhein. Und ist ja mein Job eigentlich, den Kindern Musik beizubringen. Und so hat sich das im Laufe der Zeit ergeben, dass man einfach die etwas fortgeschritteneren Schüler, die talentierteren vielleicht schon, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, zu einem kleinen Orchester zusammenführt, was ja auch natürlich viel, viel mehr Spaß macht, als wenn man immer nur allein musiziert. Und das natürlich dann auch gleich im Rahmen einer kleinen Jugendblaskapelle aufzieht, die man ja dann irgendwann auch vorbereiten kann, dass sie bei den Großen mitspielen, dass sie schon ein bisschen, wie soll man sagen, Blut lecken, wie toll dass das sein kann, in einer Kapelle mitzuspielen. Und das können sie natürlich im kleinen Rahmen einmal kennenlernen. Und so baut sich das mit der Zeit auf und wird immer größer, immer fortgeschrittener, bis sie soweit sind, dass sie vielleicht mitspielen können. Die musikalischen Wurzeln von Nicole Urdl liegen in Eisbach Rhein. Sie hat zunächst Blockflöte bei Gudrun Hofer gelernt. Aus dem Wunsch, Hackbrett zu lernen, wurde, beeinflusst durch das Elternhaus, dann doch die Klarinette. Reinhard Uhl fungierte in der privaten Musikschule in Eisbach Rhein als Nicoles Lehrer. Bin dann sehr lange beim Reinhard gewesen, hab dann die Schule gewechselt, nach Gradwein in die Musikhauptschule damals, jetzt ist es die Musikmittelschule. Dort hat es mir eigentlich auch immer weiter gefallen mit der Musik. Das war immer toll, singen, musizieren nebenbei. Von dort bin ich dann ins Musikgymnasium. Dass ich wirklich Musik weiter studiere, war bis dato noch immer nicht Thema. Das hat sich dann so im Laufe der Zeit ergeben. Es hat mir nach wie vor Spaß gemacht. Und bin dann dabei geblieben, habe dann die Aufnahmeprüfung auf die Musikuni geschafft, dort Musik studiert beim Bertram Ecker und das ist dann eigentlich mein Weg zur Klarinette gewesen und habe das Ziel dann auch geschafft. Kapellmeister Ewald Schacherl leitet die Feuerwehrmusik Eisbach Rhein. Wie trifft er die Auswahl der Musikstücke zum Adventkonzert und nach welchen Kriterien erfolgt hier seine Selektion? Da gibt es bei mir mehrere Möglichkeiten. Also sicherlich ist mein Einfluss der größte wahrscheinlich. Das ist einmal klipp und klar. Aber ich höre sehr viel in den Musikereien hinein, was sie gerne hören würden, was sie selber gerne spielen möchten oder was ich auch von ihnen vorgeschlagen bekomme. Und was ich auch hineinhöre zum Beispiel, ist natürlich meine Frau. Sie ist da sozusagen ein kleiner Hinweis, was dem Publikum gefallen könnte. Auch
Auch eine ganz private Frage hat uns Ewald Schacherl beantwortet, nämlich: Welche Musikrichtung hört der Kapellmeister der Feuerwehrmusik am liebsten? Meine persönliche Lieblingsmusik ist die böhmische Blasmusik. Im Herzen, die liebe ich so sehr, weil ich glaube, das kann ich deswegen so begründen, meine Urgroßmutter stammt aus Böhmen, die ist Florentin. Und das ist mir in die Gene gelegt, aber ich möchte auch sagen, nicht nur böhmische Blasmusik, ich liebe auch die Filmmusik. Und dieses ganz große, breite Repertoire versuche ich heute dann auch in den Musikerinnen und Musikern hineinzubringen und hoffe auch, dass das dem Publikum natürlich gefällt. Maximilian Smuck, Trompete und Flügelhorn, sowie mit Andreas Hahn am Bariton hat die Feuerwehrmusik Eisbach-Rhein für das heurige Adventkonzert auch zwei anspruchsvolle Solostücke vorbereitet. Das Adagio aus dem Concerto de Aranjuez von Joachim Rodrigo und der Schwan aus dem Karneval der Tiere sind zwei besondere musikalische Leckerbissen. Mein Hauptinstrument ist die Trompete, aber auch immer wieder das Flügelhorn. Ich habe beim Papa gelernt und sein Instrument ist auch die Trompete. Und ich spiele gern in einem Verein zusammen mit den Musikkollegen. Viele Musikkollegen sind Freunde geworden. Mir gefallen die Stückauswahl. Die Blasmusik ist sowieso schon von Kind auf ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Für mich, ich höre viel Blasmusik, vor allem Brassbands, also Blechregister gefällt mir am besten. Ich habe viele Musikgruppen, die ich regelmäßig höre, die auch zum gewissen Teil Vorbilder für mich sind. Ja, es ist natürlich eine Vorbereitungszeit dahinter. Ich kenne das Stück schon mehrere Jahre. Wir haben das beim Musikverein der Grazlinien, wo ich auch mitspiele, gespielt. Da hat es ein lieber Musikkollege von mir gespielt und wunderschön vorgetragen. Und das ist ein bisschen mein Vorbild und das wollte ich jetzt noch machen. Blasmusik begeistert Generationen. Stellvertretend für mehr als 50 aktive Musikerinnen und Musiker des Vereins haben wir Tanja Babst-Fruhmann gefragt, warum das so ist. Ja, die Feuerwehrmusik Eisbach-Rhein ist ein Verein mit Herz, es ist eine große Familie. Ich habe jetzt lange Pause gemacht, weil ich bin Mama von drei Kindern und beruflich ist es nicht ausgegangen. Bin jetzt wieder zurück und weiß, was ich die letzten 15 Jahre vermisst habe. Es haltet alles zusammen, es hilft auch jeder jeden und wir sind einfach eine super coole Truppe und es macht jeden Freitag Spaß und bei jeder Ausrückung Spaß, wenn man sie einfach trifft. Wir treffen uns auch privat natürlich, nicht nur jetzt vereinstechnisch. Ja, und das ist einfach lustig. Jugendarbeit ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Vereins und daher ein fixer Bestandteil unseres Programms.
Die Aufgaben von Obmann Manfred Hess sind organisatorischer Natur. Dazu zählt die Vorbereitung zu Sitzungen, Planen von Ausflügen und Konzertreisen, alle Auftritte im Jahreskreis, aber auch alle finanziellen Angelegenheiten, wie zum Beispiel Abrechnungen und das Einreichen von Förderungen, zählen zu den Aufgaben des engagierten Obmanns. Manfred Hess ist aber auch Moderator beim Frühlingskonzert, beim Frühschoppen am Ulrichsonntag und beim Adventkonzert. Wie bereitet er sich auf seine Moderation vor? Ja, ich habe mir sehr, sehr viele Bücher auch angeschafft. Auch ist das Internet teilweise sehr hilfreich, um auch einmal eine lustige Geschichte zu präsentieren. Es gibt ja auch lustige Weihnachtsgeschichten, nicht nur die klassischen. Und ich bin da eher auf der Seite, dass ich mich schon sehr intensiv vorbereite, weil es, denke ich, ganz, ganz wichtig ist, dementsprechend auch gut beim Publikum rüberzukommen und klar und deutlich zu sprechen und nicht umeinander zu hölzeln. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, habe ich auch die Moderation beim Frühlingskonzert und auch beim Frühschoppen, den wir in der Stiftstaverne am Ulrichsonntag immer durchführen. Das WebTV-Filmteam bedankt sich bei der Feuerwehrmusik Eisbach-Rhein für die herzliche Aufnahme bei den Dreharbeiten und wünscht dem Verein alles Gute und viele, viele tolle Auftritte für 2023. Musik